Hallo, hier spricht Kanu Kassel über einen Paddeltrip an die berühmte Ardèche. Auf dem kleinen, kompakten Materialtrailer befinden sich auch zwei große 5-Meter-Kanus, klein verpackt im Motorbuggy. Im ersten Basislager am Ausgang der wunderschönen großen Ardèche-Schlucht machen wir sofort unseren Fuhrpark für Wasser- und Landstart klar. Dazu gehören auch zwei Schlauchkanus der bekannten Luftbootfirma Grabner aus Österreich. Den legendären Outside haben wir schon 16 Jahre im Einsatz. Der Riverstar, den ich hier gerade aufpumpe, ist nagelneu. Vorderen Süllrandbereich jeweils ein Seil. Seile müssen gleich lang sein. Für die 1000 Kilometer Anreise zu Europas bekanntestem und schönstem Kanufluss waren die Grabner Kanus natürlich klein verpackt im Cockpit des PGO Motorbuggys auf dem Trailer. Doch hier vor Ort werden wir nicht jeden Tag zum Verladen die Luft ablassen. Das wäre zu mühsam und zu zeitaufwendig. Wir lassen uns was anderes einfallen. Der bewährte Grabner Outside, in dem unsere 16-jährige Tochter Samira schon als Baby unterwegs war, passt wie angegossen auf den Strandbuggy und lässt sich materialschonend festzurren. Für das Verladen des 5 Meter langen Riverstar aufs 3,20 Meter hohe Busdach haben wir uns eine besonders simple Technik einfallen lassen. Mit Hilfe von 4 Seilen ziehen wir das 30 Kilogramm Kajak kinderleicht hoch und wieder runter. Die Warnung bezüglich Scheibenwischer kommt zu spät. Einer muss dran glauben. Doch ein bisschen Schwund hat man auf jeder Tour. Unser erster Kanuausflug auf der Ardèche gestaltet sich bezüglich Bootstransfer und Paddelrichtung etwas unkonventionell. Wir befahren die große Gorge de l'Ardèche von unten flussaufwärts. Es macht trotz Sauwetter richtig Spaß. Auch hier bei diesem merkwürdigen Einsatz bewährt sich wieder unser geländegängiger Strandbuggy, den wir seit 4 Jahren durch Sand und Salz und über Buckelpisten quälen. Im praktischen Huckepack verfrachte ich die Grabner Luftboote so nah wie möglich und natürlich unerlaubt ans hier besonders stille Wasser der Ardèche. Unser bewährtes Wildwasserkanu Outside haben wir auf Wildflüssen des hohen Nordens schon oft über Stock und Stein geschleppt. Und heute kommt der nagelneue Riverstar hinzu, von dem ich mir sicher bin, dass er mich zuverlässig und kippstabil noch über viele wilde Wasser auf zu neuen Ufern tragen wird.
Heute ist der 16. Geburtstag unserer Tochter Samira, die sich natürlich nicht mehr daran erinnern kann, wie wir sie als Baby im kippstabilen Outside unsere südfranzösischen Lieblingsflüsse Ardèche, Gardon, Tarn und Orb hinuntergeschippert haben. Um Kleinkinder auf bewegtem Wasser an Bord zu nehmen, benötigt man natürlich sehr gutes Paddel-Know-how, zuverlässige sichere Kanus und erstklassige Kleinkinderschwimmwesten, die uns damals schon die Firma Grabner lieferte. Was ist denn da? Mücken, ich dachte Fledermaus. Wir verzichten heute ausnahmsweise auf das Tragen von Sicherheitswesten, da wir uns beinahe nur auf Zahnwasser bewegen werden. Im 5 Meter langen Riverstar kann man an den jeweils sinnvollen Positionen bis zu 3 bequeme Luft- oder preisgünstigere Schalensitze einbauen. Ich patte das große Luftkajak auch sehr gerne solo in mittiger Position. Dabei verwende ich wahlweise eine Persenning mit Spritzdeckel und eine funktionale Fußsteueranlage. Zwingend notwendig ist beides nicht, aber Paddelluxus. Heute habe ich auf die Fußsteueranlage verzichtet und ärgere mich, weil sich das Boot beim Paddel aus der Hand legen, beim Fotografieren und Filmen sofort dreht. Das ist ungünstig, weshalb ich die kommenden Tage auch im spritzigen Wildwasser die Steuerung verwenden werde. Sie begünstigt natürlich den Geradeauslauf des erstaunlich wendigen Schlauchboots. Anfangs regnerisches Wetter über Südfrankreich hält uns nicht vom Paddeln ab. Außerdem benötigt die Ardèche ein bisschen mehr Paddelwasser. Deshalb müssen sich Kanuten auch stets über ausreichenden Regen freuen. Hier übe ich an einer kleinen Stromschnelle mit meiner Frau Astrid das Seilfährefahren, das Ein- und Ausschlingen und das von Kehrwasser zu Kehrwasser hechelnde Stromaufwärtsfahren. Ist die Strömung stärker, dann haben wir im Vergleich zu kleinen Festrumpf-Wildwasserkajaks natürlich keine Chance mehr. Aber wir kommen erstaunlich weit. Sobald sich ein Sonnenfenster öffnet, muss man als Ardèche-Paddler im oft nebligen Herbst sofort zuschlagen und den 30 Kilometer langen Kalkstein-Canyon der Ardèche paddeln. Dafür benötigt man mit notwendigen Essenspausen ca. 7 Stunden. Deshalb sind wir hier schon in aller Früh unterwegs zum Einstieg am berühmten Pont Arc. Die wilden Bergziegen der Ardèche schauen mit uns gemeinsam zu, wie der Nebel tief unten im Tal von den ersten Sonnenstrahlen eines brillanten Herbsttages so ganz allmählich aufgefressen wird. Wir freuen uns auf einen besonders schönen Paddeltag durch eine der spektakulärsten Kalksteinschluchten Europas. Mit im Einsatz bei dieser Sonnentour ist natürlich unser neuer Riverstar, denn hier ist sein Zuhause. Sehr sorgfältig montiere und justiere ich heute die Steueranlage des Riverstar für diese lange Tour, bei der ich möglichst viel filmen und fotografieren möchte. Der Riverstar ist heute das Mutterschiff und muss außer meinen 85 Kilo auch den Tagesproviant, die Film- und Fotoausrüstung
und die Ersatzklamotten tragen. Astrid und Samira paddeln heute in ihren kleinen Wildwasserkajaks. Pünktlich um 10 Uhr sind wir startklar und sitzen in unseren Kajaks. Vor uns ein Erlebnis der besonderen Art. Alle folgenden Film- und Fotoaufnahmen stammen von Astrid und Samira Kassel, die so ganz nebenbei ihr Pausenbrot futtern, während ich die kleine Stromschnelle zum Abtrainieren überflüssigen Körperfetts nutze und um zu demonstrieren, was der Riverstar so alles drauf hat.